In der vergangenen Woche fanden heuer wieder die Schulskirennen der internationalen Privatschulen in Haus im Ennstal statt. Bei hervorragenden Wetterbedingungen hatten die internationalen Schulen die Möglichkeit, an Rennen auf dem Hauser Kaibling teilzunehmen. Viele junge Sportlerinnen und Sportler bewiesen ihren Kampfgeist auf dem Berg während der Rennen. Durch diese Veranstaltung hatten die Jugendlichen auch die Chance, neue Freunde kennenzulernen und Freude an der Bewegung zu finden. Man kann sich so in der Schule anmelden für Skiteam, dann trainiert man halt und man muss erstmal so ein extra Training machen, um ins Skiteam reinzukommen und ja, dann kommt man auch hier zum Rennen mit. Woher kommst du? Der Niederlande. Wie gefällt es dir hier im Haus? Das ist wunderbar. Wirklich schön. Das Training war sehr gut, wir haben uns sehr intensiv hier drauf vorbereitet. Nicht nur die Rennen waren spannend. Ein weiteres Highlight war die große Siegerehrung am Abend. Davor prägte eine fantastische Skishow die Atmosphäre, wo danach ein Feuerwerk den Beginn der Siegerehrung eröffnete. Trotz der Kälte am Abend und der großen Aufregung der Jugendlichen herrschte eine sehr gute Stimmung. Bürgermeister Gerhard Schütter war begeistert, dass die internationalen Schulen wieder vor Ort waren. Und das ist natürlich für uns touristisch eine ganz tolle Geschichte. Es sind ja doch bis zu 150, 170 Kinder, die ja nicht nur jetzt an tollen Urlaub verbringen können bei uns, auf den sie sich dann später ja dann auch sicherlich erinnern werden. Und vielleicht kommen sie dann später auch wieder als Erwachsene mit ihren Kindern, ihren Familien dann wieder zu uns Skifahren. Und deswegen glaube ich, hat das eine sehr, sehr große Wertigkeit. Man kann da nur wirklich Danke sagen zu dem Klaus Schwertfeger, der das geschafft hat, die Vienna International School zu uns zu bringen. Und damit beispielhaft für andere Schulen, internationale Schulen waren, also jetzt auch die Münchner Schule, auch von St. Gilgen, eine internationale Schule ist da, die machen ihre Sportwochen, machen dann ihr Rennen und man sieht heute wirklich, es macht ihnen Spaß, sie können die Hänge am Hauser Kaibling genießen, das sind tolle Skifahrer, ich habe es heute Vormittag bzw. beim Rennen dann beobachtet ein bisschen, das sind alles gute Skifahrer, sie sind happy, dass sie bei uns sind. Die Jugendlichen freuen sich schon auf das kommende Jahr, um sich wieder in unserer Region sportlich betätigen zu können.